Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Der Rapper-Kollega macht in den letzten Monaten und Wochen wirklich nur noch einen Shitstorm nach den anderen und kommt in eine Beef-Geschichte nach den anderen rein. Also, es ist wirklich ein Trauerspiel, was im Moment um den Rapper-Kollega passiert. Die einstige Legende, der Boss, verfällt langsam immer und immer mehr, ohne dass irgendwelche äußerlichen Faktoren da irgendwelche Rolle spielen. Nein, er hat es in den letzten Monaten wirklich selber geschafft, sich seinen Ruf selber zu schaden, meine lieben Freunde. Kollege hat es geschafft, 1 Milliarde Streams auf Spotify zu generieren, meine lieben Freunde. Herzlichen Glückwunsch erstmal an dieser Stelle. Auf Instagram kann man sehen, dass all diese ganzen Shitstorms und Beef-Geschichten dem Rapper-Kollege eigentlich nur wirklich Promo gebracht haben und wirklich nur Geld ohne Ende. Also ich denke mal, die Alpha Mentoring GmbH oder wie auch immer das sich da nennt, da hat auf jeden Fall den Rapper-Kollege an den letzten in den letzten Wochen auf jeden Fall sehr viel Geld eingebracht. Also Shoutouts an jeden, der sich für 2.000, 3.000 Euro von Kollege die Meinung sagen lässt. Und naja, bei mir ist auf jeden Fall Motivation umsonst, meine lieben Freunde, wird es auch für immer bleiben. Also wer 2.000, 3.000 Euro übrig hat, kann sich gerne bei mir bemerkbar machen. Die könnt ihr gerne über mein Konto überweisen. So, also unser Thema dreht sich um, wir schweifen immer zu viel ab, meine lieben Freunde. Ich muss mir das langsam angewöhnen, dass ich immer nur auf diese Themen spezialisiert bleibe. So, also, der Rapper-Kollege bekommt eine Ehrenurkunde oder besser gesagt ein Ehrenvideo. Das ist wirklich, wow. Das hat, glaube ich, Mero schon längst erreicht, aber naja, der Rapper-Kollege ist natürlich ein Ausnahmetalent und das muss natürlich auch hier natürlich verdeutlicht werden, meine lieben Freunde. Ja, also 1 Milliarde Streams. Herzlichen Glückwunsch, Rapper-Kollege. Also musikalisch bist du für mich immer noch eine Ikone, einfach ein Top-Künstler, Top-Musik bringst du. Wie es charakterlich bei dir aussieht, haben wir wahrscheinlich in den letzten Monaten schon gesehen. Das sieht eigentlich im Moment nicht so gut aus. Aber ich finde, musikalisch bist du auf jeden Fall eine Wucht und bist auch unerreichbar. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Also, was den Musikgeschmack angeht, ist natürlich Kollege Geschmackssache. Jeder mag vielleicht ab und zu mal ein bisschen Autotune, bla bla bla. Aber was so richtig Menschen bewegt, ist auf jeden Fall nur ein Kollegas Musikform, meine lieben Freunde. Das war's mit diesem Video. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten und ich wünsche euch einen schönen Tag. Peace and out!